Ja, wunderschönen guten Morgen an alle Webinar-Teilnehmer. Ich entschuldige mich für die 3-minütige Verspätung, aber Thorsten hat da noch ein technisches Problem, was er lösen muss. Er muss einmal den Router wechseln. Kann also sein, dass das Übertragen noch ein paar Minütchen dauert. Ja, vorweggenommen, heute geht es wieder um die Volkspro-Community. Handeln und Handeln lernen nach Es werden ja auch unter Umständen Live-Trades durchgeführt. Na, wir haben hier, vielen Dank, ist natürlich wieder falsch. Ja, okay. Die Risikohinweise. Wir betreiben keine Handelsempfehlungen. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken und die Meinung des Referenten betrifft nicht die von FX Flat. Könnten Sie mir bitte mal ein Feedback geben, ob wir gut zu hören sind? Dann können wir das schon mal abhaken. Sehr gut. Dankeschön, Joachim. Danke, danke, danke. Lutz, danke. Thorsten, du bist soweit, oder? Ja. Dann übertrage ich. So machen wir das. So. Guten Morgen zur Einstimmung oder Ausstimmung. Einstimmung klingt immer gut. Ausstimmung ist immer das Blöde. Wir sind auf der Rückreise von dem Norden von Norwegen und haben uns heute für das Webinar hier einen Parkplatz gesucht an dem größten Elch der Welt. Es gibt noch einen in der ähnlichen Form, der auch aus dem ähnlichen Material ist, der steht in Kanada, ist aber einen halben Meter kleiner. Und an dem haben wir jetzt unser Domizil aufgeschlagen, um hier das Webinar zu machen. Mich da vorzuschieben, also nicht mal einen Risikohinweis zu kriegen, sondern beim Start schon auf Wiedersehen zu sagen und dann zu sagen, ich habe die technischen Probleme. Ne, muss ich ja fairerweise sagen, hat der liebe Wolfgang leider recht. So. Okay. So. Damit ihr auch noch was seht. So. Könnt ihr jetzt alles sehen? So. Okay. Dann, ja. Worum kümmern wir uns? Wir kümmern uns als erstes um die Aufarbeitung von gestern. Wir stehen hier mitten im Wald, nur zur Info. Ich habe mein Telefon als Hotspot hier oben hingelegt. Ich hoffe, das reicht dafür für die Verbindung. Ja, dass wir das hier auch sauber durchziehen können. Das erste, was ich mal mache, ist dieses Gedöns hier, was hier alles durcheinander gebracht hat, oder womit ich gestern versucht habe, den Rücklauf zu erklären, da hoch erstmal rauszunehmen, weil diese Nummer, diese inverse SKS, die wir hier vermutet hatten, ist es nun mal nicht geworden. Und ein paar Muster können wir hier ebenfalls ausschließen. Ja, ach so, wir haben ja gesagt, wir starten mit dem Euro, ne?
Dann starten wir auch mit dem Euro. Zack. Da haben wir ihn. So, Jungs, Mädels, was fällt euch als erstes auf, wenn man dieses Bild sieht? Was fällt euch auf? So auf den ersten Blick. Ich scroll mal nebenbei so ein bisschen zurück. So, Montag, Dienstag, Mittwoch. Ja, der Lutz hat's auf den Punkt gebracht. Die 10935 hat mich vergessen, unsere Marke seit ein paar Wochen. So ist es. Die 10935. Nach oben haben wir gestern oder habe ich gestern vergessen aufzuzählen, zu erwähnen, die für die Stoppsetzung wichtig war oder wichtig ist. Die bärische Flagge nach unten aufgelöst, ja, aber wir haben ja gestern noch drüber gesprochen. Das hier war vorgestern der komplette Abverkauf. Den schauen wir uns jetzt mal an. Wir sind ja nicht nur dafür da, um ihr zu sagen, so, heute turnen wir mal in Riege 8, sondern wir sind auch dafür da, um zu gucken, warum hat das gestern in Riege 7 nicht funktioniert oder nicht so sauber funktioniert. Wir hatten gestern diesen Short-Bereich hier eingezeichnet, das ist der gestrige Tag, diesen Short-Bereich eingezeichnet, 50er Level kurz durchschossen, vom 61,8er gebremst und dann direkt nach unten weg. Hier. Er hat aber nichts weiter gemacht als, ich mache das Bild mal etwas größer. Hallo, ich will das Bild größer machen. Komm. Damit man das sieht. Da. Das war gestern früh. Diese Kerze hier war um 8:30, also direkt zum Ende des Webinars, hat hier Dampf reingebracht, hat dann aber nichts weiter gemacht als den Rücklauf an die 19, hat diesen Zielbereich kaputt gemacht, um dann zurückzulaufen und diesen Zielbereich hier zu bestätigen. Und da oben drüber lauerten einmal bei der 36,6 unser nächster Zielbereich. Das High hat er gemacht bei 34,2, also 2 Punkte drunter. Die 10935, wie eben gerade richtig erkannt. Und hier lauert unser Fibo-Bereich 61 bis 66 eher, der für die Korrektur der vorangegangenen Abwärtsbewegung von den Bären dann aber direkt aufgegriffen wurde. Und ab da, sieh da, Timotheus, das war der letzte Pfiffikus, da. Ab da sehen wir wieder das gleiche Spiel. Wir kommen von oben vom 66er zurück, 61,8 nach unten kaputt gemacht, 61,8 bestätigt. Runter, 50er durchschossen, Zielbereich gebremst, Schwung geholt, nächste Zielbereich da gebremst, zack, Zielbereich kaputt gemacht,
zurück, nochmal bestätigt, FIBO-Level, Zielbereiche, da exakt wieder die 19 und die 22, immer schön dazwischen, um dann die ganze Kiste direkt nach unten durchrutschen zu lassen. Hier der Bruch vom oberen Zielbereich, einmal zurück, direktes Anlaufen vom unteren Zielbereich. Nach dem Anlaufen von dem und dem Rücklaufen dahin ist oder sollte als Wahrscheinlichkeit ins Auge gefasst werden, und das mache ich hier jetzt mal pink, dieser Bereich hier wurde angelaufen, da, also sollte der Bereich eine Etage tiefer ebenfalls angelaufen werden. Nämlich da, was er auch gemacht hat. Hier, schön, fein, sauber. Und dann das gleiche Spiel, was er oben gemacht hat hier, auch hier unten erstmal abzuziehen. Er hat hier oben kurz unter diesem Zielbereich gebremst. Da oben hat er kurz darunter gebremst. Also sollte er unten ebenfalls da im gleichen Abstand ungefähr bremsen. Dort haben wir diesen Bereich nur ganz kurz reingepiekt unter dem Zielbereich. Hier haben wir reingepiekt für in den unteren Zielbereich. Da in den oberen da und hier unten haben wir exakt den gleichen Abstand zum Zielbereich wie da oben. Alles andere hier ist dann, sind so typisch diese Muster, nachlaufendes Tief, hier an dem Zielbereich gebremst, zurück, Zielbereich wieder angelaufen, Dochte gebastelt, bam, nochmal nachlaufendes Tief gebastelt, hier, und das war 21.15 Uhr, also nach dem Protokoll verlesen, mal eben so 25 Punkte, 25 Pips in einer Rutsche durch. Station 7 bitte, genau. Nicht Station 7, Ofen 8. Für den Bäcker. Station 7 wäre jetzt für die Krankenschwester, ne? Für die Neuralgiker hier. Okay, soweit zu dem Rückblick. Jetzt müssen wir, um hier weiter vorwärts zu kommen, mal schauen, was können wir uns hier überhaupt holen? Was sehen wir hier überhaupt? Welche Chancen haben wir? Und dazu wir probieren es hier nochmal. So. Jetzt müssen wir hier mal schauen, welche Muster wir hier rauskriegen. Ich mache das einfach mal mit euch gemeinsam, wenn das recht ist. Was haltet ihr davon? Wir können es auch ganz leise machen, sonst wird der Wolle nämlich zu schlau. Mal gucken, wie die allgemeine Meinung hier ist. Derzeit kann ich mich auch mal hier durchfleddern. Mal gucken, wer sich überhaupt heute rumtreibt. Fritz und Fritz, beide Fritz da, sehr schön. Von beiden lange nichts gehört. Hans A., ein Neuer bei uns, sehr schön. Der Horst A., bist du noch auf La Palma?
Und der Josef. Guten Morgen, Josef. Das war bis gestern unser Nachbar. Josef D., willkommen im verrückten Club. Okay, schauen wir uns diese Muster mal gemeinsam an, die wir hier haben. Dazu machen wir das ganze Bild ein bisschen kleiner. Wir haben ganz grob gedacht oder ganz grob gesehen, rein nach Merktechnik, hier eine Bewegung. Zack. Hier eine Bewegung und hier eine minimale Korrektur. Schöner Winkel. Schöner rechter Winkel, daran erkennt man den zeitlichen Verlauf, dass der einigermaßen sauber ist. Gucke, da kommen die ersten Angler zurück, kontrollieren ihre Fischkisten hier. Wir haben hier die Abwärtsbewegung und dann diese Korrektur. Nach Markttechnik haben wir hier relativ einfach Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Also wir gehen hier schön stramm runter. Hier gehen wir etwas schwächer gesehen rauf und haben hier oben diese Bewegung. Hier diese Hauptbewegung wieder aufgenommen. Wenn wir diesen Bereich hier von oben nach unten da wiederholen sollten, ab da, wir sind auf, ne, wir sind in den letzten Nochmal immer davon ausgegangen, die letzten Analysen sind wir auch darauf eingegangen. Da, wenn wir da starten, dann hätten wir hier unten nach diesen Mustern schon mal ein Ziel. 10701. So. Demnach sollten wir diese Bewegung hier einmal komplett duplizieren nach erfolgter Korrektur. Korrektur ist erfolgt. Wir haben den Trend wieder aufgenommen. Wir werden versuchen, dieses Muster hier nach unten zu duplizieren. So. Jetzt haben wir immer 1, 2, 3 Bewegung, dann eine größere Korrektur, dann eine größere Bewegung, wie wir hier sehen. 1, 2, 3. Könnt ihr mir folgen? Er ist noch in La Palma, der liebe Horst. Wusste nicht, ob du die. Da war doch irgendwie vor 2, 3, 4 Jahren mal so ein böser Vulkan. Da habe ich noch an dich gedacht. Auch wenn wir 4 Jahre nichts mehr gehört haben. Oder 5? Weiß ich gar nicht mehr. Könnt ihr mir soweit folgen? Sauberen Trend nach unten. Korrekturtrend. Nach oben immer, man erkennt eine Korrektur immer daran, dass die Bewegung hier, die Hochs, schwächer sind als bei einer Abwärtsbewegung. Die Hochs, die folgen hier, sind nicht so eine ausgeprägten Hochs, wie wenn wir jetzt in einem sauberen Trend sind. Okay,
Das heißt, übergeordnet sind wir nach wie vor shortig eingestellt. Jetzt müssen wir uns diese ganze Nummer mal ein bisschen weiter auseinanderziehen. So. Und jetzt haben wir hier die erste Abwärtsbewegung und da die Korrektur. Dann haben wir hier die zweite Abwärtsbewegung. Die zweite Abwärtsbewegung hier ist kürzer als die erste und hat sofort die dritte Bewegung hinten dran gehängt. Da. Direkt. Und damit haben wir hier in diesem Schwung die ersten drei Bewegungen weg. Dann haben wir hier die Korrekturen. In diesem Bereich hier nach oben. Da. Wir sehen, wie schön die Bewegungen hier laufen. Eine Korrektur, zweite Korrektur, dritte. Man sieht auch, wie sich das hier richtig reinschaukelt. Für die Jungs, die im Ende Oktober bei mir im Seminar sind, sollten sich dieses Bild mal aufnehmen und mitbringen. Oder merken. Joachim H. zum Beispiel. Kannst hier ein Bild machen, kannst es abspeichern, kannst du mitbringen, wenn wir uns in Sirksdorf treffen. Sirksdorf bei Otto. So, jetzt haben wir diese letzte Abwärtsbewegung hier sauber auskorrigiert und jetzt haben wir das gleiche Muster in Grün, nämlich Nummer 1. Jetzt ist Nummer 2 viel länger als Nummer 1. Also sollte, wir haben sogar hier drunter einen Trendbruch gestern vollzogen, hier, heute Nacht. Da, zack. So, und jetzt müssen wir die Korrektur nach oben abwarten, bis die zu Ende geht, um dann wieder nach unten wegzudödeln. Wir sehen, wie man sich hier immer wieder jetzt Stück für Stück reinschaukelt. Das heißt, die Jungs hier werden immer kräftiger. Das kannst du im Euro gerne anpinnen, ja. Sehr schön. Gute Idee. Lutz Pinne. Lutz ist die Pinne. Pinne heißt auf Norwegisch oder im Norwegischen ins Deutsche sowas wie Stachel oder Pinswin. Pinswin ist das Stachelschwein oder der Igel. Der Igel wird mit dem Stachelschwein da gleichgesetzt. Danke, mein Lieber. So, das vorausgesetzt, sagt mir übergeordnet, gehen wir short. Übergeordnete Richtung. Ist das soweit klar? Oder hat hier etwa noch jemand Fragen? Ja, ich weiß, wird Zeit, dass ich nach Hause komme. Auf dem Kopf sehe ich aus wie... Lockenwickler sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, ne? Aber die ich benutze von meiner Oma, da stellt man noch fest, dass der Kunststoff wenigstens noch okay war. Wenn ich die heutigen Lockenwickler sehe, die weichen dir an einem Tag oder nach einem Jahr in der Hand aus, da bleibst du ja dran kleben.
die chinesischen Dinger hier. Okay. Ups. Danke. Wir machen gleich im Euro weiter. Hier bitte, wer seine Position nicht mehr im Markt hat, im DAX am Nachthoch, sollte man aufpassen, dass wir diese Nummer da wieder im Markt zu halten. Meine Position von der 27 gestern, von der 15.727, sind im Markt, wie die waren über Nacht fast 100 Punkte hinten. Aber so als Info für alle, die im Seminar waren, ich nehme oder die bei uns hier im Community-Mitglied sind, ich nehme über Nacht die Stops raus. Und das werde ich mal für die Community wahrscheinlich mal ein extra Webinar-Thema draus machen, warum ich das tue. Auch das hier kann bitte im DAX-Channel mal angepinnt werden, dieses Bild. Gerne mit dem Vermerk, warum handelt der bekloppte Captain über Nacht im DAX ohne Stops? Würdest du das tun? Bitteschön. Danke. Wir machen hier gleich weiter. Also hier, das Nachthoch im Blick behalten, ne? Ja. Das hier ist das Abendhoch und hier haben wir das Nachthoch. Also diese beiden Hochs schön im Blick behalten. Und hier hatten wir das Low bei der 15 als Gap. Also jetzt schön aufpassen hier. Ups. Okay, wir haben jetzt gerade festgestellt, wir haben im H1 im Euro hier, habe ich hier noch ein H1? Wir waren ja gerade im H1. Da, wir gerade festgestellt, dass wir hier hoch wollen und dann zurück auf. Zurück über los, neue Nummer nach unten. Hier haben wir die 38,2. Da. Die ist ungefähr bei 1,0890. Und wir haben da das 50. Ja, 1,0898. Das ist jetzt also nicht so wild. Die liegen jetzt nicht so weit auseinander. Eins null acht neunzig bis 1,0906. So. Wir schreiben uns diesen Bereich auf. Short-Bereich 1,0890 bis 10906. Solche Dinge, die gehören bei euch in den Chart. Für alle die, die sowas vergessen, die in meiner Altersgruppe sind und langsam dazu neigen, zu vergessen, was sie eigentlich wollten. So. Diese Marken. Ich schreibe es nochmal dazu. Aus dem H1.
Wenn ich so eine Marken erarbeitet habe, habe ich die im Kopf für den Rest des Tages. Dann kann ich den Rest hier okay. Dann kann ich den Rest des Tages nämlich mit diesem Bereich sauber arbeiten. Das heißt, 10890, dann sind wir dort. Und die mache ich mir jetzt mal hier schön. Ja. 10890, damit ich die auch den ganzen Tag vor Augen habe. 10890, 10890. Da. Da haben wir die. Und wir haben maximal, viel weiter sollten wir nicht gehen. Da. Das sind die beiden Marken, die heute wichtig sind. Hier in diesem Bereich dazwischen sollten wir sehen, dass wir hier Umkehrformationen identifizieren. Und dann haben wir den Lauf von da hoch und dann von da exakt nach unten weg. Die Jungs, die mich ein bisschen kennen oder die unseren Lutz sogar ein bisschen kennen, die werden wahrscheinlich sagen, okay, wenn der Vogel da oben Short will, warum soll ich bis dahin nicht long gehen? Und ich würde jetzt fast meine Unschuld darauf verwetten, dass der Lutz schon long ist. Ich probiere mal, ob ich ihm ein Mikro geben kann hier. Kann ich das? Nö. Als Organisator solltest du das tun können, doch. Probier es noch mal. Ja. Jetzt Guten geht's. Morgen, ich habe Redeerlaubnis. Hallo in die Runde. Hallo Wolfgang. Hallo Aber Thorsten. deine Moin, Zeit ist moin. begrenzt. Ab jetzt. 30 Sekunden, okay. Ich bin schon lange long, natürlich. Ich glaube an unsere Zielbereiche. Ganz einfach. Siehste, Wette gewonnen. So einfach geht das. Hätte ich mein Hintern drauf verwetten können. Ich war noch im H1 unterwegs, deswegen. Aber ist auch nicht so schlimm. Wir müssen ja eine Hauptrichtung festlegen. Wir unterscheiden ja bei uns zwischen, ich will jetzt keinem auf die Füße treten. Der ein oder andere steckt ja noch in Kinderschuhen und der andere schüttelt es aus dem Ärmel. Für die in Kinderschuhen, das sind ja 80% bei uns, einen sauberen Plan zu machen, damit man mit mehr Sicherheit in den Tag startet. Für die, die schon über Schuhgröße 38 hinausgewachsen sind, ich wollte erst sagen über Schuhgröße 41 oder 42, aber dann würde ich ja die eine oder andere Dame hier beleidigen. Für die, die schon eine größere Schuhgröße haben und aus den Kinderschuhen herausgewachsen sind,
kann man natürlich hier an exakt, wir haben den Zielbereich bei 10861 und wir haben das Low bei 10862. Exakt ein Punkt darüber gedreht, also hoch, wir können ihn sogar ein bisschen anders gestalten hier, weil der Verlauf sollte so sein. So. Da hoch und dann darunter. Das sollte er in mehreren Wellen machen, nicht nur in einer Welle. So wäre der Tagesplan für heute. Das heißt, ich warte, da ich ja den Long nicht erwischt habe hier, ich warte auf diesen Bereich hier, in diesem Bereich von den 15 Pips muss ich warten, bis ich dort bestimmte Umkehrsignale erkenne oder Umkehrformation, Umkehrkerzen, lange Dochte, Engulfing, Harami, ein Kreisel, ein Doji, ein Shooting Star, ein Gehängten, egal was, irgend sowas. Nein, mit dem Gehängten meine ich nicht den Lutz. Mit dem Gehängten, Gehängter ist was anderes. Also irgendeine Umkehrformation warte ich dort oben ab, um hier ein klares Signal, eine klare Aussage vom Markt zu haben, dass der Markt mir sagt, kleiner Thorsten mit den Locken, wir wollen jetzt wieder in die alte Richtung. Wir wollen wieder short. Okay. Plan hier klar. M5, Robert. Robert G. Wahlmünchner. Umkehrformation. Ach so, ob die im im M5 oder im H1. Die Umkehrformation. Wenn er hier hochläuft, so schalte ich sogar um in den M1 in 1-Minuten-Chart und gehe dann vom M1 in den M5. Wenn du im Seminar aufgepasst hast in Sirksdorf, als du vorne links gesessen hast und mich so toll beobachtet hast, warst du doch recht aufmerksam, dann dürftest du auch wissen, dass ich den M5 aus dem M1 lese. Und wenn ich eine Umkehr im M1 erkenne, werde ich starten. Erkenne ich eine Umkehr im M5, werde ich aufstocken. Erkenne ich eine Umkehr im M10 oder M15, werde ich aufstocken. Im M30 werde ich aufstocken. Ja. Es kommt davon, wenn man die Seminaraufzeichnung nicht nacharbeitet. Gut. Dann können wir den Plan hier ad acta legen, oder? Ich koche nur noch schnell einen Kaffee nebenbei. Haben wir immer noch das Endziel 107XX, also 00, oder? Da. Da haben wir das Endziel, das heißt TP, würde ich bei 10705 platzieren. Für, wenn man die lange Strecke mitnehmen will hier. Dann den TP etwas hier oben drüber. Also der eine arbeitet hier mit einem Take Profit und sagt, okay, da unten bin ich satt, da steige ich aus. Und der nächste sagt, ab da lasse ich einen Trailer hinterherlaufen. Das ist eben der feine Unterschied. Es kann ja auch durchaus passieren, dass sie da unten anfängt, der Markt hochzuschaukeln hier und so eine Kerzen bildet und so hier unten noch 40, 50 Punkte weiter rennt. Und dann ist die Freude über den Riesenerfolg nicht so groß wie der Ärger über die 40 Punkte oder so, die man nicht mitgenommen hat. Oh, danke.
Ich kenne das, was da im Kopf passiert. Dann sind wir nämlich nicht mehr. Da haben wir hier unten zwar irgendwie 200 Pips auf der Habenseite verbucht. Und dann das Erste, wo drauf nämlich der Händler guckt, verloren wird zwischen den Ohren. Das Erste, wo drauf der guckt, ist ausgestiegen. Dann fällt der Kurs noch 20 Punkte. Und dann sagt er, was ne Scheiße, wieso bin ich Idiot da ausgestiegen? Ich hätte statt 200 Punkten 240 mitnehmen können. Anstatt tanzend um die Kirche zu rennen und sagen, ey geil, an 2 Tagen oder an 3 Tagen 200 Pips gemacht, den Rest des Monats habe ich frei, ärgert man sich eher darüber, was man nicht hat. Okay, das führt uns hier zum nächsten Kapitel. Und dieses Kapitel ist der DAX. So, wir sind hier gleich am Nachthoch. Und hier sollten wir uns jetzt gleich drauf einschießen, dass wir uns shortig platzieren. Er hat uns gestern hier einen kleinen Streich gespielt. Die erste Nummer ist ja, dass wir für gestern den Plan gemacht haben. Wir haben gesagt, Long 15.683. Was ich selber nicht ganz exakt geschafft habe, da der Stereo-Trader mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber der Start war nach diesem nachlaufenden Tief hier. Das hat er bei 72 gemacht, hat dann Gas gegeben. Das gucken wir uns gleich ein bisschen größer an. War der Long-Start 15.683. Erstes Ziel 15.747 und ebenfalls das nächste Ziel 15.818. Die Positionen, die wir platziert hatten, waren hinterlegt mit, das waren 2 Stück, mit den Zielen 15.816 und 15.813. Beide Positionen, beide Ziele wurden exakt erreicht. 15.864 und die 9.11 noch nicht. Danach dann hier diese Flagge, diese bullische Flagge. Mein Bestreben war Welle 1 und dann hier die Flagge und dann Welle 2. Das haben wir auch gestern 2, 3 Mal gestartet, bin dann Break-Even ausgestoppt worden. Meine Position von der 15.727 geht jetzt gleich zum Glück wieder plus minus null. Aber hier ist heute ziemlicher Dampf drin. Ich würde ganz gerne warten mit den Shorts bis zur 15.57. Und die schreibe ich mal in einer anderen Farbe. Nein, ich nehme kein Grün, das ist nicht meine Baustelle. Shorts ab 15.57 und 15.775 circa. Packe ich dahin. Heute am, welchen haben wir denn überhaupt? 17. 17.08.2023. So. Das heißt, ich will von da bis da hoch. Ja. Bis da hoch oder sogar noch ein weiter und dann ebenfalls nach unten weg. Was hier heute Nacht passiert ist, ist ja nicht so untypisch, um kurz nach 3. Wenn die asiatischen Börsen nur im Stundentakt eröffnen, passiert sowas mal ganz gerne.
Was hier nur passiert ist, weiß ich nicht. Da lag ich im Bettchen. Da habe ich auch keine Zeitung gelesen oder so. Da habe ich einfach hellblau. Hellblau, Dann wird's ein Junge, oder? So, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, müssen auf die letzte Bewegung hier einen Fibo packen. Und dann sehen wir, dass dieser Bereich hier um die 15,57 reichen sollte für neue Shorts. Das heißt, dieser Bereich hier ist hier der vakante, das wollte ich jetzt nicht, falsches Feld. Genau das hier ist der gefährliche Bereich. Ab der 57 könnten wir Short laufen und wir sollten über die 77 mit Stops arbeiten, also über die 80. Stops für die Shorts über 15,87. Auch hier auf Umkehr achten. Umkehrformationen sind immer das A und O. Dann sieht das hier zwar recht bunt aus. Das, was da drinnen steht, habe ich auch in der Regel nur. Stops, was? Sorry. Wir haben oben noch das Gap bei 15,790. Dann ist das mit den Stops bei 87. Das Zetra-Gap ist da. Gap bei 15. Kann ich jetzt nicht prüfen, übernehme ich blind. Gap bei 15,97 beachten. Also genau ist es 789,45. Nicht, dass gleich einer sagt, ich wäre ungenau. Zack. Fertig. Hammer. Das heißt, wenn dieses Gap, also wenn ich das da reinschreibe, dass man so Gap beachten sollte, das wird in der Regel, wenn das nur reines Gap Close ist, wenn keine anderen unterstützenden Parameter da sind, FIBO-Level, Zielbereiche oder, dann ist es in der Regel so, dass so ein Gap ganz kurz, einmal kurz das Spike und dann sofort wieder zurück. Das Gap schnell geschlossen, weil alles, was da liegt, muss weggearbeitet werden und dann ratzfatz wieder retour. Nur mal so. Gestern, das ist der Plan für heute, der kann mal geknipst werden. Danke. Wir haben gestern gesagt, Long geht ab 15,715 BE. Und da, das ist der Abschluss, den ich heute noch machen will, weil gestern sind einige Fragen dafür reingeflogen. Wir hatten hier das Tief gestern in der Nacht bei 81. Wir hatten gestern früh hier ein nachlaufendes Tief bei 68. Die 83 habe ich gewählt für den Start, nachdem wir dieses Tief hier nach oben zurückerobert haben. Und zwar, da nicht, komm, so muss ich das tun, okay, dann tue ich das mal. Da. Und zwar haben wir hier ein ganz sauberes, mitten im Webinar, hatten wir gestern hier ein ganz sauberes, bullisches Engulfing. Nachdem wir hier ein nachlaufendes Tief hatten, ein bullisches Engulfing, welches hier diese Kerze das Hoch hat bei der 84 und diese hat das bei der 83. Und das überbieten, hier als dieses Engulfing fertig war,
war das genau unser Signal, die Long-Position einzugehen. Bei der 15 hatten wir einen Trendbruch, haben wir gesagt, da drüber geht der Stop BE und da oben drüber haben wir gesagt, dann bauen wir eine Pyramide und stocken auf. So, über 15,715 Pyramide bauen und über der 15,715 dann aufstocken. Longziele 15,818, 15,864 und 15,911 und das Ziel 15,818. Wir legen dann unseren Take Profit auf die 16. Den einen habe ich, weiß gar nicht warum, auf die 13 gelegt, aber nur weil ich die Zahlen da so eingegeben habe. Und wir haben im direkten Lauf hier das High gemacht bei 15,816,10. Das heißt, unser Ziel exakt abgearbeitet hier und dann war der Tag auch gelaufen. Das war genau die Begründung dafür. Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wir haben aus der Nacht Welle 1 und wir haben jetzt, glaube ich, Welle 2. Welle 2 ist länger als Welle 1, also könnte hier Welle 3 noch kommen, die uns da bis hoch in diesen Bereich bringt. Aber Jungs, kein Optimismus, noch keinen so großen Optimismus, könnte aus der Bibel stammen, noch nicht so einen bullischen Optimismus hier hinpacken und sagen, ey, jetzt geht's doch wieder stramm bergauf. Alles andere schreit eher, also wenn ich unsere wirtschaftliche Lage sehe und wenn ich unseren unstudierten Politiker sehe, die die Wirtschaft in Deutschland leiten zurzeit, dann bin ich der Meinung, müsste der DAX eigentlich eher bei 8.000 stehen und nicht bei 16. Das hier ist kein Abbild mehr von dem, was bei uns in der Wirtschaft passiert, weil dann wäre alles tiefrot. Deswegen ich eher auf der shortigen Seite und die shortige Seite sagt uns, bupp, hier, dass wir die nächsten Shorts laufen lassen können bis zur 15.010 und weiter bis 14.400. Das wären die Ziele unten und die, die meine Analysen nicht lesen können, dürfen, nicht weil sie nicht lesen können, sondern weil sie keine Paternoster sind, die nicht lesen können oder die nicht haben, sollten sich hier jetzt ein Screenshot machen davon und das ganze Ding mitnehmen. Okay, Fragen dazu? Mein lieber Wolfgang, hast du alles verstanden? Nein, habe ich nicht. Hast du nicht? Nein, habe ich nicht. Sollen wir das nochmal wiederholen? Ab dem guten Morgen. Nein, ich denke nicht. Ich kann es mir in der Wiederholung wieder angucken. Stimmt. So oft ich will. Dann tun wir das auch und dann begeben wir uns jetzt mal in Richtung Süden, dass wir hier vorwärts kommen und uns Richtung Heimat begeben. Das nächste Webinar wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, was haben wir nächsten Donnerstag? Ja, nächsten Donnerstag haben wir noch Webinar. Die Woche drauf sind wir im Spreewald, dann muss ich erstmal schauen, ob da überhaupt was geht. Okay, damit verabschiede ich mich jetzt. Sag danke, dass ihr so zahlreich da wart. Danke, dass Wolfgang so schön früh aufgestanden ist und die ganze halbe Community hier mitgenommen hat. Und danke auch an unseren Lutz für deine Tipps. Das ist nämlich mein Wächter, ne? Das ist, der passt immer schön auf Papa auf, dass Papa nicht so viel Eckmarken vergisst. Und wünsche euch damit einen wunderschönen Tag. Wir begeben uns jetzt in den skandinavischen Sommer Richtung Süden, weil dort ist
Sonnenschein und 24, 25 Grad und sage tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten und Team. Ja, Thorsten, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank an alle interessierten Zuhörer. Und ja, ich kann mich nur anschließen, wünsche allen einen schönen Tag, viel erfolgreiche Trades und alles Gute. Dankeschön.